In dieser Folge. Wie cool. Okay. Okay. Und damit herzlich willkommen zu Tomb Raider 2 Remastered. Wir sind in Tibet vermutlich angekommen. Ich sehe es immer aus, wenn ich speichere. Fuck. Okay. Ja. Das war bestimmt der Marshmallow bei Elsa. Ach, ja. Okay, jetzt habe ich es nicht gesehen. Okay, das war zu schnell. Nochmal. So, wir sehen euch. Wir sliden hier runter. Und wir müssen hier zurück und uns hier in Sicherheit. Okay. Tibetanisches Hochland. So, jetzt habe ich es gesehen. Also tatsächlich, wir sind in Tibet und haben im Flugzeug unsere coole Jacke gefunden. Und könnten noch versuchen, die irgendwie... Das schaffen wir auch nicht. Mann. Ja, dumme Arten zu sterben. Da kann man durchgucken. Können wir das zerschießen? Ist das nur eine dünne Eisschicht? Habt ihr das gesehen? Da konnte man durchgucken. Okay, nochmal. Da war noch was. Scheiße. Ey. Okay. Und wie immer kommen diese süßen kleinen Tierchen wahrscheinlich immer zu zweit vor. Wo ist der zweite? Hä? Warum greift er uns an? Wir haben ihn befreit. Der war hier drin gefangen. Ey, verstehe einer diese Tibetaner hier. Geht hier. Und irgendwie hat unser Zopf auch ein Eigenleben. Voll gruselig. Okay. Nochmal. Aber wir wissen ja jetzt schon mal, wie wir hier weiterkommen. Okay. Nochmal. So. Jetzt vorrennen. Schießen. Weiterschießen. So, okay, jetzt haben wir ihn. So, dann sammeln wir die Munition noch ein. Aha. Und? Können uns jetzt hier verstecken, während hier Olaf vorbeirollt. Dann. Ja, jetzt sind wir hier drin. Und jetzt werden wir wieder geplättet, oder wie? Wo kamen die her? Hä? Hier ist überhaupt nichts. Wo sind die denn hergekommen? Wir speichern nochmal. Und. Fuck. Ha, das ging aber ganz tief runter. Okay. Okay. Wie? Am besten da oben drüber. So, ja. Okay. Dann schauen wir mal hier. Schön brav speichern. Was ist das? Was für Riesenviecher? Und warum greifen die uns an? Alles ist hier äußerst unentspannt. Kollegas. Also, kein Wunder, dass die hier so viel meditieren, diese Mönche.
alle hier so angespannt sind. Voll schön. Okay. So, ich glaube, unsere Lederjacke tut das nicht so gut, aber wir schauen hier trotzdem mal. Gucken uns hier mal alles ein bisschen an. Also die kurze Hose ist wirklich gewagt, Lara. Okay, da können wir rausklettern, oder? Sieht so aus. Ja, sonst sehen wir eigentlich nichts. Also wir holen uns safe den Tod. Schon echt irre. So. Eigentlich sollten wir uns... Also die Bewegung, denke ich mal, tut uns gut. Aber... Wahrscheinlich haben wir irgend so einen Schutzanzug drunter. Und so eine chinesische oder koreanische Hightech hautfarbene Leggin oder sowas an. Sonst kann ich mir das nicht erklären, wie ihr das macht. Okay, und jetzt? Auf die andere Seite vielleicht? Sieht aber auch nicht ganz so aus. Also doch hier weiter? Rutschen wir runter? Können wir hier vielleicht hoch? Nee, ist auch zu hoch. Hä, wo geht's denn jetzt weiter? Das sah so vielversprechend aus. Sind wir zu weit gekrabbelt? Wir speichern nochmal. Aber ist jetzt echt eine gute Frage. Wie geht's denn jetzt weiter? Können wir drüber und... Okay, da sind wir wieder gelandet. Wir laden mal neu. So. Ich meine, wir hätten jetzt natürlich wieder hochklettern können, aber... vielleicht doch auf die andere Seite? Oder doch da drüber? Die springt auch so blöd dann. Irgendwie eine andere Stelle noch? Hier irgendwas? Was haben wir übersehen? Voll doof. Wir haben mit Sicherheit irgendwas übersehen. Geht's hier vielleicht noch raus? Das sah ja auch so ein bisschen... Nee. Das ist auch alles zu hoch. Also maximal könnte hier noch irgendein Geheimnis versteckt sein. Irgendwie sowas. Aber ich denke, das ist schon der richtige Weg, wo wir da hoch sind. Haben wir da irgendwie auf halber Strecke was übersehen? Wir laden nochmal neu. Versuchen wir es einfach nochmal. Hier vielleicht? Nee. Da tut sich gar nichts. Und jetzt da drüben, dass sie da dran springt? Glaube ich auch nicht. Ist mein Kopf in den Felsen gesteckt? Oder vielleicht irgendwas unter uns? Genau, dass wir da runter können? Ja, das wäre vielleicht was, dass wir uns da dranhängen können. Okay. Hier geht's weiter. Cool. Okay. Schaffen wir das mit einem Sprung? Ja. Fuck. Okay. Ja. So. Jetzt haben alle ihre Karten gezeigt. Und dann wissen wir jetzt Bescheid. So, jetzt sind wir tatsächlich hier. Gucken, ob wir es hier hochschaffen. Ja. So, wir speichern mal. Puh. Okay, da oben ist ein Loch. Da können wir rein.
bin ich mal echt gespannt, was Tibet noch alles zu bieten hat. War jemand von euch schon mal in Tibet? Oder überhaupt an Orten, wo Lara jetzt gerade war, an Teil 2? Venedig war ich mal. Oh, ein Geheimnis. Kommen wir da durch? Das ist ja auch sehr eigenartig. Was läuft denn hier? Sind wir das? Okay, hier. Scheiße. Na, noch so Dinger oben? Ich suche auch immer noch den Gefährten oder die Gefährtin. Ja, wahrscheinlich haben wir die Gefährtin getötet. Suche noch den Gefährten. Sind wir hier? Von dieser Schneeleopardin. So, dann speichern wir nochmal und... Versuchen uns nochmal hier. Das ist ja jetzt auch wieder eigenartig. Auf diesem Weg kommen wir ja auch nur wieder dahin zurück, wo wir schon waren. Macht ja auch wenig Sinn. Ja, das macht noch weniger Sinn. Okay. Wir laden nochmal. Stehen jetzt wieder hier. Da vielleicht? Ha, so nicht. So nicht. Vielleicht von weiter drüben. Auch nur fast. Nicht schlecht, aber das versuchen wir auch nochmal. Direkt so? Ja, okay, das ging. Dann können wir jetzt ja hier hoch und es jetzt auf dem Schnee probieren. Ob wir da ohne Probleme hochkommen? Ja, sehr schön. Sind das schon wieder diese Vögel? Ja, da sind schon wieder. Okay, da ist er gelandet. Oh. Okay, was nehmen wir? Nehmen wir die Uzis. So, dann kommt mal her, Jungs. Ihr habt was, was ich haben möchte. Und wir versuchen mal besonders schick auszusehen. Habt ihr was verloren? Oh ja, du hast was verloren. Aha. Okay, wahrscheinlich habe ich einfach die Kugeln wieder eingesammelt. Und du hast tatsächlich auch was verloren. Oh, ein Medipack. Das freut mich besonders. Und jetzt können wir hier auch unser Geheimnis holen. Supi. Damit haben wir das erste Geheimnis gefunden. Wir spielen gerade Kapitel 11. Tibetanisches Hochland oder sowas. Und verfolgen gerade Hinweise, die wir in den vorherigen Teilen gesammelt haben. Mal gespannt, ob wir hier weiterkommen. Und was wir genau mit dem Seraphen nun anfangen können, den wir im letzten Kapitel gefunden haben. Bin gespannt. Auch schick. Ah, und da ist auch noch was. Aber schauen wir kurz mal, ob man hier irgendwie... Aha, da brauchen wir einen Schlüssel. Der wird wahrscheinlich nicht passen. Nein. Das Ding braucht bestimmt auch einen Schlüssel. Nee, steckt. Praktisch. Können wir hier durchfahren? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. Ich hätte jetzt eher gedacht,
dass wir, also hätte ich logisch gefunden, dass die Typen Schlüssel verloren hätten. Ah, okay, kann man den umlegen? Ja. Okay. Krass. Ey, das wirkt irgendwie so krass, dass man sich ja irgendwie festfahren kann. Okay, ah, wir sind wieder hier. Und das nochmal. Wir sind jetzt hier. Und versuchen es jetzt hier rüber. Fuck. Okay. Nochmal. Ah, nicht ganz. Fast. Krass. Okay. Das macht voll Spaß. Okay. Okay, okay. Und hier. Dann. Na. Okay. Nein. Ja. So. Ich glaube. Boah. Also. Ey, das ist schwieriger, als es aussieht, ja? Nochmal. So. Ich glaube jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtiger. Da muss man. Mann! Okay. Okay. Hat keiner bemerkt. So. Okay. So, den haben wir erwischt. Na? Kommen wir jetzt nicht mehr hoch? Hey. Okay. So, dann. Nee, so nicht. Rückwärts. So. So weit, so gut. Jetzt. Mit Gefühl. Ach, Mann. Okay, nochmal. Nochmal. So. Kommt man hier nochmal hoch? Nee. Okay, nochmal. Also das Ding ist sehr robust. Das muss tibetanische Wertarbeit sein. So. Okay, wir wollen da hoch. So, jetzt konzentrieren. So, das ist erstens. Achtung, nicht abstürzen. Vorsichtig und... Okay, so jetzt. Okay, wir müssen... Ja, genau. Erstmal speichern. Da, und jetzt... Vor allem... Was ist mit mir passiert? Bin irgendwie da durchgefallen. Keine Ahnung. Na gut. Aber jetzt können wir das mehrfach klären. Huh. Okay. Wir müssen schon über die Ecke da, oder? Ich glaube schon, dass wir diese Lücke da treffen müssen. Oder sollen wir echt versuchen? Mit Vollgas? Aber das war schon besser. Okay. Das ist zu früh. Erst im allerletzten Moment. Also, aber, ja, sagt sich so einfach, ne? Das ist gar nicht so. So, jetzt. Okay. Okay, okay, okay. Also. So. Speichern. Und jetzt mal weiter versuchen. So, das ist easy peasy.
Was? Nicht gut. Eindeutig nicht gut. Okay, so, jetzt. Okay. So, jetzt aufpassen. Fahren hier hin. Mhm. Okay. So. Ach Mann. Hey. Mann, ich habe mich so gefreut. Endlich so ein, wie heißt das Ding? Jetski heißt es ja nicht, aber... Schneemobil, oder? Schneemobil? Was ist das dann? Snowmobile? Snowmobile auf Englisch? Oder Snowski? Snowski? Da liegt was. Da liegt was. Wir haben was gefunden. Was ist das? Aha. Aha, das dürfte ein Granatwerfer-Munition sein. Und wir können hier hochklettern. Ehe wir hier jetzt mal weiter wahllos rumfahren, würde ich sagen, gucken wir uns hier mal um. Mhm. Wir haben einen random Schalter gefunden. Oh, und damit haben wir random irgendein Dings geöffnet. Okay, wie riesig ist dieses Level? Ich habe gedacht, man fährt hier einfach durch. Aber jetzt hier... Aua. Okay, aber jetzt hier random... Steht da jemand? Das ist laden, speichern, so. Okay. Okay, okay, okay. So, da stand jemand. Sind wir hier? Brauchst gar nicht uns zu ballern. Wir nieten dich um. So, hier haben wir jetzt offen. Vielleicht sollten wir speichern. Oder? Ah, ein bisschen schaffen wir noch. Mhm. Okay. Krass, dann würden die einfach alle umnieten. Puh. Ha, nice. Okay. Puh. Hier kann man wieder klettern. Ich glaube ja nicht, dass das zufällig ist. Aber. Gucken wir mal weiter. Boah, da kam eine Lawine runter. Krass. So. Machen wir es jetzt mal so. Das Ding fährt auch über Felsen. Okay, hier ist wieder eine Tür zu. Aber da ist der Hebel direkt daneben. Mhm. Ah, okay. Auch irgendwie ungewohnt. Sollen wir hier zu Fuß rein oder mit unserem Gefährt? Ich würde mal sagen... Wenn es mitkommen könnte, nehmen wir es auch mit. Oder fährst du jetzt nicht mehr? Doch. Knapper am knappsten. Lass mal kurz umschauen.
Weil mitunter kommen wir ja gar nicht mehr so direkt hin. So, dann gehen wir gerade mal hier runter. Schon geil, wie sie da hochgeht. Das sieht aber auch zu aus, ne? Okay, hier können wir ganz runter. Kommen wir hoch. Hier ist sonst nichts weiter. Hier können wir auch wieder hoch. Huch? Hä? Was? Was ist das? Aha. Okay, nochmal Granatwerfer. Also was Munition angeht, sind die ja ziemlich interessant aufgestellt zurzeit. Okay, ich wusste doch, der ist noch irgendwo. Puh. Wir schnappen uns die Pistolen. Okay, wo haben wir das Baby? Der kann. Boah, das sind zwei. Drei. Es werden immer mehr. Ach, du Scheiße. Okay. Die scheinen so weich zu sein, dass die gar nicht verletzen. Wenn die versuchen, einen zu kratzen. Ja, okay, ein bisschen. Vielleicht haben wir uns aber auch gerade selbst verletzt. Die sind doch total plüschig. Okay, den hinteren, den haben wir erwischt. Na komm schon. Also viel Leben kannst du jetzt eigentlich nicht mehr haben. Mitten im Überschlag. Oh, schaut mal, wie süß die da liegen. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Bisschen in die Mitte. Jetzt klettern wir mal hoch. Das ist zum Beispiel auch ziemlich süß, wenn sie jetzt. Was haben wir denn da? Et voilà, unser zweites Geheimnis. Aha. Voll cool. Und jetzt kommen die noch mal zurück? Oder warten die jetzt? Buh, Jungs. Okay, ich habe mich mal hier so runterge irgendwas. Und geh jetzt mal hier drüben. So, und auch hier einmal noch rüberklettern. Besten, aber da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Selbst wenn wir es jetzt versuchen, da war nix. Ich glaube, hier können wir nur ganz nach oben. Und dann da wieder hin. Na gut, nehmen wir mal unser Schneemobil und ich würde sagen, wir nieten mal die Leoparden um. Da freue ich mich drauf. So, ihr Süßen. Ihr habt noch eine kleine Regenerationsphase. Ich will hier gerade noch mal schauen. Also das haben wir ja aufgemacht. Wir speichern gerade noch mal. Okay.
Kann man hier vielleicht das Ding aufmachen? Hm? Das war jetzt natürlich auch unerwartet. Okay, also dann würde ich sagen, wir speichern, nehmen unsere hübschen Hände oder Füße in die Hände und springen. Scheiße. Aber wir haben was entdeckt da hinten. Ah, okay, nochmal. Also dann, springen. Okay. Okay, ich würde sagen, wir versuchen das ganz einfach beim nächsten Mal.